Hallo, das ist das dritte Lernvideo zum Thema 3D-Drucklernen. In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr das exportierte 3D-Modell für den Druck vorbereitet und anschließend in Form einer G-Code-Datei exportiert. Das sogenannte Slicing ist in unserem Fall einfach gehalten, aber ihr werdet schon bald merken, dass hier einiges an Erfahrung notwendig ist. Doch dieser erste Schritt ist der schwierigste und komplexere Einstellungen werdet ihr im Laufe der Zeit erlernen, wenn ihr vor neue Probleme und Herausforderungen gestellt werdet. Ihr habt Cura hoffentlich heruntergeladen und installiert. Falls nicht, dann findet ihr dieses unter www.ultimaker.com zum kostenlosen Download. Sobald ihr Cura zum ersten Mal öffnet, müsst ihr als allererstes euren Drucker auswählen. Das ist notwendig, weil Cura zum Beispiel wissen muss, wie groß der Bauraum eures Druckers ist und welche Besonderheiten dieser sonst noch hat. In unserem Fall wählen wir den Ender 3 von der Firma Creality aus. Weiter. Ebenfalls weiter. Und fertigstellen. Nun haben wir die virtuelle Sicht auf den Bauraum unseres Druckers. Im ersten Schritt importieren wir nun die SDL-Datei, die wir mit FreeCAD erstellt haben. Nun importieren wir die SDL-Datei über das Menü, Datei öffnen. Wir wählen den Würfel aus. Und nun sehen wir das Objekt. Der Bauraum lässt sich drehen, indem man die rechte Maustaste klickt und die Maus bewegt. Da das Objekt relativ groß ist und daher vermutlich viel Druckzeit benötigen wird, werden wir im ersten Schritt das Objekt auf 50% herunterskalieren. Dazu wählen wir es aus und skalieren. Wählen 50%, drücken Enter und nun wählen wir den Kunststoff aus. In unserem Fall ist das PLA. Wir wählen ein generisches PLA. Das reicht für unsere Zwecke aus. Man kann auch durchaus ein PLA der gelisteten Hersteller wählen. In unserem Fall benutzen wir einfach ein generisches PLA, weil unser Hersteller unbekannt ist. Die Größe der Düse ist noch wichtig. In den meisten Fällen ist das 0,4 mm. Ansonsten sind diese Einstellungen in Ordnung. Nun können die eigentlichen Druckeinstellungen vorgenommen werden. Dazu drücken wir dieses Stiftsymbol und erhöhen als erstes die Qualität unseres Drucks auf eine Schichthöhe von 0,12 mm. Anschließend schauen wir uns noch den Füllgrad unseres Objekts an. Mit 20% ist das in Ordnung. Dann die Material- bzw. Drucktemperatur. Mit 200 Grad ist auch in Ordnung. Wir erhöhen die Druckbetttemperatur auf 60 Grad, um die Haftung zwischen Objekt und Druckbett zu erhöhen. Die Geschwindigkeit von 50 mm pro Sekunde ist auch in Ordnung. Die Haftung am Druckbett. In diesem Fall wird eine Kontur um unser Objekt gedruckt, bevor mit dem Druck des eigentlichen Objekts begonnen wird. Auch das ist in Ordnung und nun können wir das Ganze slicen. Wir bewegen das Menü aus dem Sichtfeld und sehen, dass der Druck in etwa 1 Stunde 45 Minuten benötigt. Nun können wir das Ganze auf eine SD-Karte speichern. Dort wird dann der G-Code abgelegt. Um das Projekt zu speichern, klicken wir hier Sichern und speichern unsere gesamten Einstellungen in einer Projektdatei. Nun sind alle Einstellungen vorgenommen und die G-Code-Datei ist generiert worden. Nun kann der Druck beginnen und die G-Code-Datei auf den Drucker übertragen werden.